Guten Morgen Snapchat, hier ist wieder Austin und es ist im Moment noch ein bisschen regnerisch, aber ab jetzt soll es eigentlich schön werden. Gestern Abend haben sich vielleicht einige gewundert, was sind denn das für Fotos? Daran, dass es da einen sehr hübschen Filter gab, der ortsbasiert ist und der stammt vom geschätzten Herrn Fiene. Und da muss ich natürlich sagen, so ein persönlicher Filter, das macht schon echt Spaß. Guten Morgen. Wie ist die Stimmung? Super. Du warst gerade laufen? Yes. Ach, sehr schön. Bitte? Ein neuer Tag bei der South by Southwest. Wir sind auf dem Weg ins Driscoll Hotel und die erste Session handelt von der Art und Weise, wie man Food Trends entdecken kann. Ach, erwähnte ich schon, das Wetter ist heute ganz okay soweit. Frau Feli? Guten Tag. Was steht bei Ihnen heute an? Sonne. So, bevor es das Fazit der Food Trend Session gibt, erstmal einen Blick in das traumhafte Driscoll Hotel. Ich liebe das Teil. Ihr seht es hier hinter mir. Cowboy Style. Früher die Rinderbarone abgestiegen, wenn sie in Austin ihre Herden dann vermarktet haben. Und so sieht es eigentlich immer noch aus. Food Trends, wie entdeckt man sie? Das war eine wirklich interessante Session, weil es verschiedene Ansätze gab. J. Walter Thompson, die große Werbeagentur, arbeitet natürlich mit Studien zum Beispiel. Das Whole Foods Magazin setzt eher auf eigenes Ausprobieren und auf Kontakte in lokale Food-Szenen dort, wo sie ihre Läden haben. Und das Northside Festival, ein Food Festival in Brooklyn, setzt auf Influencer. Sie versuchen überall Kontakte zu haben zu Köchen und Foodbloggern, um zu sehen, was ist da gerade angesagt. Interessanteste Erkenntnis aber war das Thema Millennials. Millennials geben so viel für Food aus wie für keine andere Rubrik, zumindest die Amerikaner. Gleichzeitig sind Millennials sehr einflussreich. Bei J. Walter Thompson spricht man nicht mehr von der Millennial-Generation, sondern vom Millennial-Verhalten. Denn ältere Generationen übernehmen das Verhalten der Millennials, sprich Papa nutzt Übercast, weil der Sohn es nutzt. Und das bedeutet, Millennials beeinflussen auch Kaufentscheidungen. Und diese Erkenntnis ist erheblich, denn Millennials verhalten sich ja anders. Das wissen alle diejenigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und somit sind Millennials mehr als nur die eine Generation. Endlich eine Snapchat-Session und es geht darum, dass Content verschwinden muss und das wollen uns einige Sportunternehmen erklären, wie zum Beispiel die amerikanische Fußballprofiliga. After this session, I have to say hello to my new American Snapchat followers. Unfortunately, most of the time I speak German. Das also war Snapchat im Sport und es war ganz okay. Vertreten waren die amerikanische Fußballliga und NASCAR-Rennsport. In fact, beide Unternehmen wurden vertreten von Frauen. Das hat man im deutschen Profisport nicht ganz so häufig. Die Session war soweit ganz okay. Man merkte halt, dass auch so professionell arbeitende Unternehmen mit den Eigenheiten von Snapchat kämpfen. Beide zielen aber definitiv erst einmal auf eine jüngere Klientel ab und auch wenn Snapchat was anderes sagt, sagen die aus den Statistiken, die wir bekommen, Snapchat ist eine Plattform für sehr Junge. Aber ist besonders interessant für die MLS, für die Fußballliga, weil die sagen, wir haben auch die jüngste Zielgruppe aller US-Profisportligen. Arbeitet wird dann noch ganz viel von Hand, das heißt die Statistiken werden dann zum Beispiel von Hand in Google Docs eingetragen und das, was man runterlädt, landet auf einer Dropbox bei der US-Profi-Fußballliga. Waren sich einig, es ist noch ein ganz, ganz frühes Stadium, aber es ist ein sehr, sehr spannendes Medium, das sich unglaublich schnell entwickelt und zwar auch, was die Abrufzahlen betrifft. Leider haben sie diese Abrufzahlen aber nicht verraten. Also insofern sehr spannend und man merkt halt auch im Raum, es waren fast alle, die Snapchat auch aktiv nutzen. Deshalb auch hier mal einen herzlichen Dank an alle, die das hier gucken, weil ich habe jetzt tatsächlich meine ersten Snaps, die 100 Abrufe haben. Das ist 2,5 mal so viel wie vor der South by Southwest. Dann nach der Mittagspause. Jetzt kommt gleich PayPal-Mitgründer Max Levchin mit Zukunftstrends. Die Schlange am Eingang allerdings ist echt lang.
So, das war Max Levchin und seine Trends, die waren nicht so richtig mindblowing, die waren bemerkenswert bodenständig. Es gab nämlich vier davon. Eins, Beneficence. Das heißt, Unternehmen stellen den Profit zurück, um Gutes zu tun. Ja, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema im Bereich der Millennials. Nummer zwei, künstliche Intelligenz mit Menschen. Künstliche Intelligenz wird uns helfen zu lernen und somit werden aus Blue-Collar-Jobs White-Collar-Jobs. Nummer drei, es gibt zu viele alte Software in der Welt, zum Beispiel bei Banken. Und die wird ersetzt werden durch neue Software. Und das soll ein riesiger Trend sein und eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Noch davon profitieren, dass Regierungen versuchen, Länder zu verändern. Das heißt Subventionen oder anderen Unternehmen helfen, Strafen zu verhindern. So, jetzt warten wir auf die nächste Session. Der Chef von Vox kommt und neben mir ist Daniel Kröger, Analyst bei Arcatis. Und Daniel, wie ist deine South By bisher? Höchst interessant. Spannende Beiträge in den letzten beiden Tagen rund um das Thema Finanzen und natürlich auch sehr viel über Food Trends. Verdammt, der Daniel ist natürlich Fondsmanager und nicht Analyst. Daniel, der Top-Trend, das Ding, was du bisher sagen würdest, war das Interessanteste hier. Spannend heute Morgen, dass ich gelernt habe, dass es keine Millennial-Generation mehr gibt, sondern ein Millennial-Verhalten. Sprich, nicht nur ich fahre Uber, sondern auch meine Mutter fährt mittlerweile Uber. Gerade ganz, ganz stark. Der Chef von Vox Media hat nämlich eine ganze Menge Dinge gesagt, die ich in meinem Blog auch schon geschrieben habe. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie mal recht hätte, aber da sieht man einfach, dass die Amerikaner ein bisschen anders. Zum Beispiel sollten Medienmarken über Plattformen hinweg eine konsistente Tonalität haben. Das haben zum Beispiel deutsche Medienmarken so gar nicht. So interessant war, dass er sagte, dass sie ja unterschiedliche Marken vertreten und keine Dachmarke haben. Und das wäre aus Lesersicht interessanter, wenn auch nicht aus Anzeigensicht. Das Ganze war nochmal einen eigenen Blog-Eintrag wert, den ich danach der South By schreiben werde. Und jetzt gibt es erstmal wieder Barbecue.